Für viele ist es wahrscheinlich nicht wundervoll, für die anderen schon. Bayern ist nicht mehr auf 1, dafür RB Leipzig. Dazu gleich mehr hier bei Update Sport. Für viele Bayern-Fans ein trauriger Tag gestern gewesen gegen Dortmund. 1:0 verloren. Mehr dazu im zweiten Teil dieser heutigen Sendung. Herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen 20. November. Wie immer ist es, wenn es Update Sport ist, ein Sonntag. Wir beginnen aber erstmal mit anderen Themen des Sports und gehen direkt zum Boxen. Samstagabend gab es wieder mal einen großen Boxkampf. Marco Huck diesmal, der seinen Titel im IBO-Verband, der auch recht klein ist, auch verteidigen konnte. Und das natürlich, man muss es sagen, zu Recht. Das muss man auch so sehen. Gegen den Ukrainer Dmytro Kucha hat er einstimmig nach Punkten gewonnen und kann Hoffnungen auf einen Kampf in einem der großen vier Verbände, nämlich der WBO, der WBA, der WBC oder des IBF machen, hoffen. Und für Huck war es auch so gesehen die erste Verteidigung im Bereich des IBO, den er sich ja im Februar dieses Jahres ja erst gesichert hatte. Zuvor hatte der Berliner seinen WBO-Gürtel im August nach 6 Jahren und 13 erfolgreichen Titelverteidigungen verloren. Gestern Abend schraubte Huck seinen Kampfrekord auch noch großartig aus, und zwar nämlich auf 40 Siege. 27 davon, muss man sagen, mit K.O. in 44 Profiduellen. Für den gebürtigen Serben soll der Erfolg aber nur eine Durchgangsstation sein. Wie schon gesagt, er will einer dieser vier genannten Titel, die ich vorher gesagt habe, nämlich vom WBO, WBA, WBC oder IBF natürlich gerne haben. Und in seinem sehr stark intensiven Gefecht setzen beide Boxer nun auf ihre Schlaghärte gesetzt. Sichtbare Wirkung konnten sie aber damit nicht erzielen. Der Herausforderer aus der Ukraine wirkte boxerisch etwas filigraner. Huck punktete aber mit den explosiven Aktionen, die er natürlich gemacht hat. Und die haben dann auch unter anderem in den Punkten für dieses Duell entschieden. Mal schauen, wie das dann auch aussehen wird für ihn, ob er dann im nächsten Jahr vielleicht schon sogar um eines der vier Titel kämpfen kann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, sollte man sagen. Ja. Wir kommen zum Fußball jetzt schon, aber noch nicht zur Fußball-Bundesliga, und kommen zu einem etwas informativeren Thema, was ich gerne auch hier mit euch besprechen wollte. Dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, ob es eigentlich auch so richtig sein sollte. Natürlich auch zu den anderen Themen, die hier erscheinen, selbstverständlich auch eure Meinung dazu. Es geht um die argentinische Fußballnationalmannschaft, die natürlich unter anderem auch in der WM-Qualifikation für den südamerikanischen Kontinent nicht geradewegs am Glänzen ist. Das letzte Spiel in der WM-Quali hat man nun 3:0 gegen Kolumbien gewonnen, aber es wurde überschattet von einem angeblichen Skandal. Denn schon am Montag nämlich, oder generell, gab es Ärger über einen journalistischen Kommentar, nämlich zum argentinischen Stürmer Ezequiel Lavezzi, der nämlich angeblich, so heißt es, Drogen konsumiert hat. Besser gesagt, nämlich, dass er weil er einen Joint in der Mannschaftsunterkunft geraucht haben sollte. Und das hat am Montag dann nochmal ein argentinischer Radiojournalist noch einmal behauptet. Natürlich kann man jetzt sagen, was man will über diesen Vorfall. Natürlich, klar ist es, wenn ein Sportler mit Drogen sich erwischen lässt, ja, dann ist es halt natürlich geradewegs auch nicht so gesehen die feine englische Art, muss man eigentlich auch dazu sagen. Und trotzdem ist es für den argentinischen Fußball eine sehr, sehr, sehr bitterer Skandal. Und da sind natürlich die Nationalspieler Argentiniens rund um den Superstar Lionel Messi einen weiteren Schritt gegangen. Nach dem Spiel gegen Kolumbien, was man 3:0 gewonnen hatte, versammelte sich die komplette Mannschaft in der Pressekabine, in den Presseräumen. Und Lionel Messi hat verkündet, man werde nun nicht mehr mit den Journalisten reden. Ob damit alle gemeint sind, das weiß man nicht, aber man wird die Presse boykottieren. Und das geht ganz einfach deswegen. Die Anschuldigungen gegen Poncho gemacht wurden, damit ist Lavezzi gemeint, ist sehr schlimm, begründete Messi bei dem Presseboykott. Es tut uns leid, dass es jetzt so sein muss, aber uns bleibt nichts anderes übrig.
Das hat Lionel Messi dann natürlich als Kapitän auch noch gesagt. Und wir halten viele Anschuldigungen, viel Respektlosigkeit, aber das übertrifft alles, so weiter sagte das auch natürlich dann der Superstar des FC Barcelona, der eventuellerweise bald den Verein verlassen wird. Und man muss natürlich auch sagen, sowas ist generell im Fußball natürlich, wenn es um Drogen geht, nicht gut. Da wissen wir natürlich ein bestes Beispiel, Christoph Daum, ne? Der natürlich auch Drogen konsumiert hat, oder ja, Haarprobe und so weiter. Ihr kennt die ganze Geschichte. Außerdem natürlich ist es sehr bitter auch für den argentinischen Fußball, geradewegs in so einer Krise etwas zu machen, was auch nicht geradewegs sehr gut ausschaut, auch in einer Schaffenskrise, wenn man halt natürlich geradewegs es in der WM-Qualifikation halt nicht weit schafft. Eure Meinung dazu in die Kommentare, ob es richtig ist, generell, wenn Fußballer mit solchen Gerüchten oder so halt dann dazu kommen und zu sagen, ja, nee, das muss nicht sein, wisst ihr was, wir geben euch keine Interviews mehr. Ob das jetzt natürlich für die einzelnen Fußballer auch in ihren Vereinen etwas bedeutet, um dazu nichts mehr zu sagen, das wissen wir jetzt selbst auch nicht. Aber es kann natürlich auch so bedeuten, dass natürlich Messi und Co. in der argentinischen Nationalmannschaft bis zur WM 2018 oder bis die WM-Qualifikation durch ist, natürlich ihre Klappe halten werden. Wir selbst werden es natürlich aber auch erst in den nächsten Spielen erfahren, wenn es halt natürlich noch weiter darum geht, dass Argentinien es unbedingt schaffen muss für die WM-Qualifikation. Denn für den Vize-Weltmeister wird es eng, das muss man auch nochmal so sagen. Gleich kommen wir aber zum Business, back to business könnte man sagen, die Fußball-Bundesliga. Es ist etwas geschehen, womit eigentlich, glaube ich, nicht viele gerechnet haben. Borussia Dortmund hat es hinbekommen, Gott sei Dank. Ich will jetzt nicht Dortmund schlecht reden, aber dazu kommen wir gleich, dass Borussia Dortmund Bayern München geschlagen hat. Dadurch, dass Leipzig schon gegen Leverkusen gespielt hat und gewonnen hat, sind sie nun auf Platz 1 der Fußball-Bundesliga. Ja. Dazu kommen wir gleich. Wir kommen aber jetzt erstmal zu weiteren Sportnews dieser Woche. Und wie schon gesagt, wir befinden uns im Fußball und es geht auch weiter. Und schlechte Nachrichten gibt es für den Dino, nämlich für den Hamburger Sportverein. Denn die müssen auf René Adler verzichten. Heute spielt ja der HSV, glaube ich, gegen 1899 Hoffenheim. Und man muss auf René Adler verzichten. Denn der 31-Jährige ist unglücklich auf den Ellenbogen gefallen und hat sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen. Markus Gisdol, der Trainer der Hanseaten, sagte, der Trainer des HSV sagte, er muss operiert werden. Für Adler wird nun Christian Matima im Tor stehen. Ob das was Besseres sein wird, hängt natürlich auch von der anderen Mannschaft ab, nicht nur immer vom Torwart. Das Spiel gibt es dann in der Zusammenfassung heute auf der echotv.de schriftlich, selbstverständlich. Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer. Die Sky und Sport 1 in dieser Woche berichtet haben, wird Jürgen Kramny, der noch bis zur letzten Saison Trainer vom VfB Stuttgart war, neuer Coach bei Arminia Bielefeld. Schon am Montag wurde diese Personalie von Sport 1 spekuliert und auch berichtet. Kramny tritt die Nachfolge von Rüdiger Rehm an und wird am kommenden und stand auch schon heute gegen den FC Heidenheim auf der Bank. Wie das Ergebnis jetzt ausschaute, das kann ich euch auch noch mal ganz kurz sagen. Währenddessen das Ergebnis dann kommt, können wir natürlich auch nochmal sagen, dass Kramny einen Vertrag bis Saisonende bekommt und sollte Bielefeld den Klassenerhalt in der zweiten Liga schaffen, so würde man natürlich dann auch den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern. Und Bielefeld hat gegen Heidenheim nämlich 2:1 gewonnen. Das letzte Länderspiel dieses Jahres von der deutschen Fußballnationalmannschaft ging natürlich torlos aus. Gegen Italien, gegen den ewigen Angstgegner, hat man das dritte Mal in Folge quasi, ja sagen wir mal, nicht gewonnen. So kann man das sagen. Nein, also man hat ja gegen Italien das letzte Mal ja bei der EM ja gewonnen. Und gegen Italien hat man nun ein 0:0 erreicht. Also es blieb bei einem torlosen Spiel. Gegen San Marino hatte man ja bei der WM-Qualifikation am Freitag davor natürlich schon mit 8:0 gewonnen. Ist auch etwas Besonderes. Soviel dann zu den News der Woche. Mehr News gibt es wie immer auf unserer Internetseite www.derchotv.de. Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga.
Für Borussia Dortmund ist es ein tolles Spiel gewesen. 1:0 gegen den ewigen Gegner oben in der Tabelle auf Platz 1, nämlich nämlich gegen Bayern München gewonnen. Und ja, für die Bayern ist natürlich jetzt eigentlich auch geradewegs einerseits gegen Dortmund verloren, andererseits aber auch Platz 1 verloren. Aber wir kommen aber erstmal zum Spiel gegen die Dortmunder. Und dass Dortmund natürlich gut drauf ist, das hat man auch gesehen. Am Dienstag in der Champions League kommt ja Legia Warschau natürlich noch in der Champions League dazu. Und polnische Journalisten haben schon ein paar Tage früher sich nach Dortmund gemacht, beim Topspiel der Bundesliga natürlich dabei zu sein, um natürlich auch die polnischen Spieler in den beiden Mannschaften, sprich Robert Lewandowski bei den Bayern und Lukas Piszczek bei den Dortmundern, natürlich auch unter die Lupe zu nehmen. Der Stürmer, der Münchner, wurde ja nach der Partie ausgiebig gefragt. Bereitwillig minutenlang hat Lewandowski nach dem 0:1 in der Niederlage gegen die Dortmunder natürlich einiges gesagt. Die Dortmunder haben das Zentrum in der Verteidigung sehr gut bekommen. Da war es schwierig für uns, gute Abschlusspositionen zu finden. Und nur 3 der 18 Versuche kamen direkt aufs Tor geschossen, muss man auch so sagen. Und dieser Kategorie waren die Dortmunder mit 4 aus 11 effizienter. Weiterhin sagte Lewandowski, wir müssen in der Offensive neue Lösungen finden und vor allem die flachen Steilpässe hat er wohl vermisst, so wurde es gesagt, die ihm auch die guten Positionen gebracht haben. Das Ergebnis sah so aus, dass 22 Flanken, BVB nur 7 Flanken, die meisten waren eh auch von den Bayern schwach. Das Spiel der Bayern auf die Flügel zu lenken war auch ein Plan von Dortmund, muss man auch so sagen. Und generell muss man auch so sehen, dass Dortmund natürlich die bessere Chance danach hatte mit dem 1:0 von Pierre-Emerick Aubameyang in der 11. Minute. Und da hatte auch der Ex-Bayern und wieder Dortmunder Mario Götze auch natürlich etwas dabei getan. Dortmund Sechser Julian Weigl, von Thomas Müller oft in Manndeckung genommen, kam während der gesamten Partie auf 49 Aktionen. Xabi Alonso entzog den Angriffen von Mario Götze und André Schürrle ebenfalls und kam auf 97 Aktionen am Ball, obwohl er in der 74. Minute ausgewechselt wurde. Ebenfalls wurde Philipp Lahm, der Kapitän, auch natürlich ausgewechselt. Hat sich danach im Interview, sagen wir mal, ein bisschen angestellt, muss man eigentlich sagen. Denn generell klang es am Ende nicht so schön. Er wurde nämlich auch ausgewechselt. Und die Bayern haben ja jetzt Tabellenplatz 2 und Philipp Lahm sagte wahrscheinlich mit einem Schuss Sarkasmus, aber für viele andere klang es eher wie mi, so ungefähr, dass er einfach sagte, das haben sich doch alle gewünscht. Ne, so als hieß es immer, Bayern ist der ewige Erste. Jungs, denkt mal bitte dran in München, es gibt auch noch 17 andere Mannschaften, die gerne mal oben stehen möchten. Andere schaffen es nicht, andere bekommen es hin. Aber da muss man auch natürlich dann klar sein, dass diese Bundesliga-Saison mal endlich mal spannend wird. Und man muss nur sagen, nach letzten drei Jahren mit Pep Guardiola war Bayern wirklich ununterbrochen auf Platz 1. Da bin ich jetzt mal ein bisschen lauter. Und das muss man auch so sehen. Müller und David Alaba, die beiden erwähne ich auch noch mal kurz, haben unter Ancelotti noch nicht zur Form gefunden, was auch Gründe für die erste Saisonniederlage sind und auch dafür, dass die Bayern nun auch mal sagen müssen, ja, es gibt auch noch Platz 2. Das stimmt. Ja, wir schauen uns das Ergebnis mal an mit den anderen Samstagsspielen, die natürlich stattgefunden haben gestern am 19. November. Und sie schauen folgendermaßen aus. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Das Rhein-Derby fand natürlich gestern statt. Köln hat es für sich entschieden. 2:1 der Endstand für die Kölner. Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Das torreichste Spiel im Moment mit 6 Toren. 4:2. VfL Wolfsburg gegen Schalke 04, 1:0 für die Schalke, ein Tor von Leon Goretzka. Der FC Augsburg und die Hertha aus Berlin kamen nicht über ein 0:0 hinaus. Darmstadt gegen Ingolstadt, 0:1 1:0 für die Ingolstädter. Und dann natürlich das erwähnte Samstagabendspiel Dortmund gegen Bayern, 1:0. Wir haben noch ein Freitagsspiel, und zwar nämlich der jetzige Tabellenführer. RB Leipzig gewann noch knapp gut gegen Bayer Leverkusen mit 2:3. Und das bedeutet Folgendes für die Bundesliga-Tabelle, die ich euch jetzt mal hier zeigen werde. Ne, das sind die Ergebnisse der zweiten Liga.
Und zwar nicht sind sie hier. RB Leipzig aktuell mit 27 Punkten und plus 14 Tordifferenz, also eine bessere Tordifferenz hat trotzdem noch Bayern München, auf dem ersten Platz, gefolgt von München, von den Bayern. Ja, ihr solltet mal auch mal sagen, ja, es gibt auch noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Auf dem zweiten Platz mit 3 Punkten Unterschied, dicht gefolgt mit 3 Punkten, nun der Konkurrent, gegen den sie gestern verloren haben, aus Dortmund mit 21 Punkten, ebenfalls mit 21 Punkten der erste FC Köln. Ja, Champions League Ambitionen, ich bin mir sicher, Stefan Rabing steckt dahinter. Quatsch mit Soße. Hertha natürlich durch das 0:0 auch ebenfalls 21 Punkte auf dem fünften Platz. Die TSG könnte heute noch 3 Punkte gut machen und auf Platz 3 landen, wenn sie gegen Hamburg gewinnen. Mit 20 Punkten, die Eintracht aus Frankfurt mit 18 Punkten auf 7, Mainz natürlich ebenfalls durch den Sieg nun auf Platz 8, Leverkusen durch die Niederlage nun auf dem 9. Platz mit 16 Punkten, Freiburg öffnet die zweite Hälfte mit den Top 10, beendet die Top 10 mit 15 Punkten, Schalke knabbert langsam wieder an den Top 10, ist wieder da, wo sie hingehören, fast natürlich muss man sagen, mit 14 Punkten, der FC Augsburg durch den einen Punkt Gewinn natürlich auf Platz 12, Gladbach durch die Niederlage im Rhein-Derby auf dem 13. Platz, der VfL Wolfsburg auf dem 14. Platz durch die Niederlage nichts verändert, auch Darmstadt hat sich nicht verändert, ist weiterhin auf dem 15. Platz mit 8 Punkten. Bremen wird heute auch noch spielen, es steht noch auf dem Relegationsplatz, könnte aber heute natürlich den Relegationsplatz an Darmstadt abgeben und natürlich der FC Ingolstadt konnte durch einen Sieg gegen Darmstadt natürlich Punkte gut machen, reicht aber immer noch nicht, um aus der Abstiegszone rauszukommen und Hamburg im Moment weiterhin, ja, Schlusslicht auf dem letzten Platz. Schaut nicht gut aus. Ja, die zwei Spiele spielen heute. Bremen gegen Frankfurt. Kann natürlich einiges entschieden werden. Frankfurt kann also heute auch noch Boden gut machen. Sprich natürlich, 3 Punkte können her und man hat ebenfalls 21 Punkte. Die Hoffenheimer könnten heute natürlich auch ebenfalls durch einen Sieg gegen Hamburg auf den 3. Tabellenplatz landen. Und damit wäre dann Dortmund vorübergehend wieder auf dem 4. Platz. Aber mal schauen, wie das sich dann entwickeln wird. Es ist alles möglich im Fußball. Da freuen wir uns drauf. Und damit sind wir auch am Ende dieser heutigen Ausgabe von Update Sport. Bitte nicht wundern, wenn ich immer wieder so mache. Wegen der Kamera, aber das ist ganz was anderes. Trotzdem natürlich alle Links zu den Themen unten in der Videobeschreibung. Nächste Woche gibt es uns dann auch wieder und was ganz Besonderes ist, ihr werdet es hier etwas schöner nun haben. Das möchte ich auch nochmal sagen. Nächste Woche ist der erste Advent und da wird es einige Specials natürlich bei Dercho TV geben. Einerseits werden wir, das kann ich hier schon mal ankündigen, jeden Adventssonntag, wann genau, das kann ich nicht genau sagen, immer zocken. Wahrscheinlich am Abend, wahrscheinlich am Vorabend, wahrscheinlich am Nachmittag, hängt immer davon ab, wie ich das gerne dann mache und das werden wir dann auch machen, also dementsprechend werdet ihr dann auch hier unseren Adventskranz sehen, wenn nicht sogar auch noch hier auf unserem Tisch, wo ich das dann auch nochmal schön machen werde, unseren Adventskranz, den wir dann auch natürlich hier haben werden. Sonst möchte ich natürlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, für diese heutige Ausgabe und die auch recht kurz ist für die Gewohnheit bei Update Sport, aber ist halt natürlich so Standard. Außerdem natürlich morgen dann die nächste Folge Let's Play Pokémon Feuerrot. In dieser Woche gibt es auch wieder einen App-Check. Dann natürlich weiterhin mit den Pro7Sat1-Apps, die wir noch in diesem Jahr noch durchkriegen wollen, weswegen wir dann auch nicht mehr viel Zeit haben. Aber das schaffen wir bestimmt. Ich hoffe es. Sonst möchte ich mich gerne dafür bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Kommentare gerne, ja, nicht nur Kommentare zu dieser Sendung, sondern auch zu den Themen in die Kommentare, in die Kommentarspalte bei YouTube oder bei Dercho TV oder auf derchotv.de. Naja, guten Wochenstart wünsche ich euch. Das ist ja die vorletzte Woche, ne? Ja, die vorletzte Woche im November 2016. Komm, wir gehen raus. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.